Jo Leute, wieder mal unterwegs. Hab bei Kleinanzeigen eine Anzeige gefunden mit 5 Gameboy-Spielen. Da lag ein Super Mario Land dabei. Und die Leute wollten 15 Euro für alle Spiele haben. War sonst nichts Besonderes dabei. Und gefragt, kann ich vorbeikommen? Ist nicht weit weg von mir gewesen. Und ich sagte, ja klar, kannst vorbeikommen. Wir hatten uns jetzt für 18 Uhr verabredet. Und von denen kam selber halt die Frage, ich habe noch ein paar PlayStation 1 Spiele da, ob ich auch Interesse hätte. Brauchen die nicht mehr. Ja, habe natürlich gesagt, hey, ich mag die PlayStation 1 sehr gerne, wäre auf jeden Fall cool. Und habe direkt noch nachgeschoben, falls noch irgendwas da ist an Videospielen oder so. Oder He-Man-Figuren oder irgendwie sowas. Könnt ihr die Sachen gerne rauslegen. Ich komme jetzt gleich vorbei und dann schauen wir mal drüber. Ja, insofern ist das jetzt ein Überraschungspaket. Die 5 Gameboy-Spiele werde ich auf jeden Fall nehmen für 15 Euro. Was soll's, da ist ein Super Mario Land dabei. Ja, gucken wir mal. Ist eine Überraschungstüte jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich da bekomme. Macht immer Spaß. Gut, alles klar. Gucken wir gleich mal. Ne? Hi Leute, ja, da bin ich wieder. Das alte Jahr hat gut aufgehört mit ein paar Kleinanzeigen-Sachen, die ich abholen durfte. Das neue Jahr hat relativ gut angefangen mit ein paar Kleinanzeigen-Sachen, die ich abholen durfte. Auch nicht weit weg von mir, wirklich nur ein paar Meter Fahrt eigentlich. Und sobald es um Videospiele geht, wisst ihr, werde ich euch auf jeden Fall instruieren und euch Bescheid geben, was ich da bekommen habe, wie es mit meiner Sammlung aussieht, was sich da erweitert, was mir noch fehlt und so weiter. Das kriegt ihr natürlich alles, wie gesagt, nahtlos. Und deswegen zeige ich euch heute noch ein paar Pickups. Ich bin heute unterwegs gewesen und habe vorher halt eine Kleinanzeige gesehen mit 5 Gameboy-Spielen. Die habe ich dann abholen dürfen. Die haben mich quasi 15 Euro gekostet, so stand es drin. Ich konnte die Titel nicht genau erkennen, aber einen Titel konnte ich genau erkennen. Und das war ja, Super Mario Land. Ja, und aus diesem Grund, ihr wisst, 15 Euro für 5 Titel. Und wenn der dabei ist, kann man eigentlich hinfahren und sich die Sachen abholen, egal was da noch dabei liegt. Ja, in meinem Fall lagen da jetzt halt einige Spiele dabei. Es waren 3 Originalhüllen dabei, 3 originalen Nintendo-Hüllen. Auch mal gut, wenn man die hat. Dann gab es dazu ein Mickey's Dangerous Chase. Gar nicht mal so einfach hier zu kriegen noch. Ich weiß nicht, ich müsste bei eBay mal schauen. Da gibt es nicht so viele, die da drin stehen. Ist auf jeden Fall ein geiles Spiel, habe ich damals gespielt. Und ich habe eine Version hier, aber da ist das Label total im Eimer. Also total gefreut, dass das dabei ist. Dann gab es ein Interactive Adventure von Disney. Das ist hier featuring Hercules. Das kenne ich nicht, das Spiel. Weiß nicht, wie es gehandelt wird oder so, aber ich denke nicht, dass es ein teurer Titel ist. Und was mich total freut, das habe ich früher gespielt, das fand ich auch auf anderen Konsolen immer richtig geil, genauso wie ich die Worms-Reihe geil fand. Kann man natürlich überhaupt nicht damit vergleichen, aber trotzdem muss ich sagen, ist es für mich ein Spiel in dieser Art. Und zwar Micro Machines. Ja, so ein 4-Player-Ding. Kleine Figuren, in dem Fall kleine Autos, kleine Worms. Hat mir immer sehr gut gefallen, sowas. Micro Machines auch sehr gut. So, und das 5. Spiel, da muss ich sagen, das ist richtig geil. Da freue ich mich total, dass es dabei gewesen ist. Und zwar ist es einmal ein Jurassic Park gewesen, aber das ist hier Part 2. Das heißt The Chaos Returns, beziehungsweise The Chaos Continues. Und das ist wirklich relativ selten. Das lag da noch dabei und das habe ich gar nicht registriert. Hab gedacht, Jurassic Park, okay, aber dass das Part 2 ist, habe ich gedacht, Part 2, okay, muss ich mal nachschauen. Und das habe ich dann tatsächlich bei eBay mal nachgeschaut. Und das hat schon einen stolzen Preis, muss ich sagen, für ein Gameboy-Modul. Also insofern hat man sich die 15 Euro total gelohnt, zumal dann noch was dazugekommen ist. Und zwar habe ich noch
einfach obendrauf noch was dazu bekommen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Die Leute sagten, hier hinten ist der falsche Batteriedeckel drauf. Und größte Problem ist, die Batterien sind ausgelaufen. Der funktioniert nicht mehr, haben die Leute gesagt. Kann man doch sauber machen, aber na, wir kriegen den aber nicht auf. Da braucht man einen speziellen Schraubendreher. Ich habe gesagt, ja, das stimmt. Haben Sie so einen? Ja, habe ich. Wollen Sie sich den mitnehmen? Was sollen Sie denn dafür haben? Ach, geben wir Ihnen so mit oben drauf. Ja, natürlich will ich einen Game Boy Pocket mitnehmen, auch wenn er eine grüne Batterieklappe hat, Leute. Zumal der so aussieht. Ja, also das Ding ist wirklich geil. Ist in einem feinen Zustand. Wie gesagt, grüne Batterieklappe, aber das kann man ja austauschen, was soll's. Ja, um den hier in den Schrank zu stellen, in die Sammlung, reicht es allemal. Und die Druckpunkte sind super, der ist auch nicht so stark abgenutzt. Keine groben Kratzer auf dem Display, also den gab's noch mit dazu. Ja, und bevor ich da überhaupt hingefahren bin zu den Leuten, ist es so gewesen, dass die Frau mich tatsächlich selber angesprochen hat. Ich blende euch das jetzt mal ein, hier wahrscheinlich, ob ich noch Interesse an irgendwelchen anderen Sachen hätte. Ich habe gesagt, ja, sie hätte halt noch ein paar PlayStation 1 Spiele da. Ja, da freut man sich natürlich, Leute, ne? Ein paar PlayStation 1 Spiele, man geht natürlich davon aus, boah, wer weiß, ob vielleicht haben die so einen Tombi da liegen oder ein Resident Evil, man spinnt sich ja irgendwas da zusammen, ne? Na gut, ich bin dann da hingefahren und da waren genau 5 Spiele, lagen da. Leider nur 5. Eine Konsole, ein Lenkrad und ihr wisst, ne, das ist so ein Karton. Und ich habe mir ein paar Kleinigkeiten da rausgefischt. Und ich habe gefragt, was sie denn für die Sachen haben wollten. Sie wussten nicht ganz genau und so. Und die meinten, wenn ich nochmal 15 Euro auf den Tisch lege, kann ich mir da ein paar Sachen raussuchen. Und die sagen, stopp, wenn es soweit ist. Ich habe gesagt, okay, alles klar. 30 Euro auf den Tisch gelegt für den Gameboy, für die Gameboy-Spiele, mit Verpackung, mit allem drum und dran. Und dann habe ich halt angefangen, mir die Spiele durchzugucken. Waren leider ein paar Rennspiele dabei. Als allererstes habe ich mir rausgesucht, weil die Hülle so gut aussah. Die sind alle komplett, also mit Anleitung und sehen wirklich top aus. Ne? Ich packe die jetzt nicht aus, ich blende euch noch ein paar Bilder ein. Das ist ein Sportscar GT. Habe ich mir mal mitgenommen. Warum nicht? Ja, ich habe da in die Kiste reingegriffen und habe nach den Zuständen ausgesucht und habe mir das hier mitgenommen. Habe gedacht, wenn es eine Austauschhülle wird, na gut, dann wird es eine. Was soll's. Das habe ich mir mitgenommen. Dann ist mir ins Auge geschlagen, beziehungsweise ins Auge geflogen. Und das fand ich sehr geil. Ist jetzt nicht der supergeile, teure Titel oder so, aber ist halt ein LucasArts-Titel. Und zwar Die dunkle Bedrohung. Episode 1, Star Wars. Ja, für einen 15er auf den Tisch zu legen und in eine Kiste reingreifen in dem Zustand, hättet ihr jetzt sicher auch mitgenommen. Das hier habe ich mitgenommen. Und dann habe ich noch eine tolle Sache mitgenommen. Die findet man gar nicht mehr so häufig. Ja, ich habe es einfach reingegriffen. Das ist ein Need for Speed Hot Pursuit 3, müsste es sein, richtig? Hot Pursuit? Ja, ganz genau. Und das ist ein relativ wertvoller Titel. Ist auch ein geiler Titel. Der macht richtig Spaß und der ist nicht umsonst ein bisschen mehr wert als die anderen. Ja, auch dazu kann ich noch ein paar Bilder einblenden. Also alles okay hier dran, wunderbar. Ja, ich hatte mir die drei Sachen rausgesucht und die hatten noch keine Anzeichen gemacht, da irgendwie Stopp zu sagen oder so. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gewühlt und ich habe 2 richtig geile Sachen gefunden, Leute. Das gehört in eine Sammlung, das kann man so reinstellen. Das sind wirklich nur Kleinigkeiten, aber die haben es wirklich in sich. Passt mal auf. Ich muss sagen, ich habe die damals so noch nicht in der Hand gehabt. Immer nur lose. Und jetzt schaut mal. Ich habe 2 original verpackte PlayStation 1 Memory Cards daraus gefischt. Und die Verpackung, also ich weiß nicht, die ist einmal aufgemacht und das war's dann. Ja, die hat also alle Ecken noch und hier ist wirklich alles in Ordnung. Die sind neu. Die stinken auch nicht oder so, also wirklich. Und dann bin ich da gewesen und habe eine Verpackung aufgemacht, um da reinzuschauen. Mal gucken, ob ich die richtige finde, sonst muss ich die andere noch aufmachen.
Ja, ich habe die richtige gefunden. Mal reinzuschauen. Da ist natürlich Anleitung, Kleber und so alles mit da drin. Und was finde ich? Auf der Memory Card. Da muss ich natürlich nochmal nachfragen. Ein Speicherstand, beziehungsweise zwei Speicherstände. Einmal von Alone in the Dark und einmal von Resident Evil. Und natürlich blieb die Frage nicht aus. Wo sind denn diese Spiele? Und der so, weiß ich nicht. Die sind im Laufe der Zeit weggekommen. Und ja, oh, das war natürlich so schade, ne? Aber gut. Allein für die Memory Cards. Ja, weiß ich nicht. Ey. Ich glaube, da hätte ich schon für die beiden hätte ich auf jeden Fall locker einen Zehner auf den Tisch gelegt. Und ich weiß nicht, wie viel die wert sind. Also ich denke mal so in OVP und so weiter. Und die sind ja wirklich neuwertig. Ja gut, das eine ist jetzt hier schon beklebt oder so, aber die sind bestimmt nicht ganz so günstig. Ja, und das waren halt die Sachen, die ich da bei den Leuten mitnehmen konnte. Wie gesagt, war eine ganz kurze Fahrt für mich, so 7 Minuten oder so. Und ja, habe mich total gefreut, als sie mir dann halt geschrieben haben, ja, haben sie ja noch Interesse an PlayStation 1-Dingen? Und das ist immer das, was ich sage. Man kann ja ruhig auch mal nett fragen und so. In dem Fall wurde es mir halt jetzt angeboten. Aber da sind die Schnapper zu machen, Leute. Also alle Kollegen von YouTube und so sagen, hey, bei eBay ist nicht mehr viel zu machen mit Schnappern und so weiter. Ja, nicht auf dem direkten Weg. Nicht auf dem direkten, offensichtlichen Weg. Ist ja völlig klar. Da sind ja andere Leute, die sagen, hier, komm, wir kommen direkt vorbei und geben das an Geld. Und die Leute sagen meistens, ja gut, weil sie es loshaben wollen, machen wir. Genau wie auf dem Trödelmarkt. Aber mit ein bisschen sozialer Kompetenz und ein bisschen Interaktion ist es durchaus möglich, da noch eine ganze Menge mehr zu kriegen von Dingen, die niemals bei eBay Kleinanzeigen auftauchen werden. Und auch niemals bei eBay stehen würden, weil die Leute noch nicht mal selber wissen, dass sie diese Sachen noch haben. In dem Fall war es jetzt Glück, dass sie mich selbst darauf angesprochen haben. Aber man kann ja auch nachfragen. Na, ich komme von ein bisschen weiter her. Ich habe jetzt hier so 10, 12 Minuten Fahrt oder so. Und natürlich ist es toll, ihr Angebot, die 15 Euro für 5 Spiele, will ich auch gar nicht weiter handeln. Die Frage ist, habt ihr noch ein paar Sachen da, die ihr vielleicht verkaufen würdet? Vielleicht irgendwelche, weiß ich nicht, Gesellschaftsspiele oder ja, vielleicht ein paar Actionfiguren, was weiß ich, an He-Man oder so, ne, was er vielleicht in naher Zukunft dann irgendwann mal zum Trödelmarkt bringt oder so. Warum denn nicht? Man ist doch einmal da. Warum fragt man nicht nach? Wieso? Man ist einmal in Kommunikation. Man kann doch nachfragen. Und da, Leute, da sind die Schätze verborgen. Ja, glaubt doch nicht, dass man euch die auf dem Silberteller serviert und die bei Kleinanzeigen einfach so reinsetzt und ihr euch dann wie die Möwen am Fischgötter mit allen anderen drum balgen müsst. Das müsst ihr nicht. Müsst nur die Augen offen halten, ein bisschen soziale Kompetenz an den Tag legen, nett, freundlich und respektvoll sein, dann gibt man euch die Sachen schon. Also ich bin heute wieder sehr, sehr überrascht und ich freue mich. Es ist halt, ja, der erste Deal im neuen Jahr und der ist wieder direkt so gut gelaufen. Was soll ich sagen? Ich habe es gestern noch gesagt. Es ist leicht gewesen, es ist ökonomisch gewesen, es hat sich sehr gut angefühlt für beide. Es war ein toller Kontakt mit dem netten Händeschütteln. Mach's gut, bis bald und wenn irgendwas ist, guck mal auf meine Internetseite oder auf meine eBay-Kleinanzeigenseite. Ja, wenn ihr irgendwas seht, ruft einfach an, ich komme vorbei, bringe euch die Sachen oder wie auch immer. Bums, aus. Damit ist alles erledigt und geklärt. Und so wünsche ich mir das. Und ich hoffe, ihr kultiviert das ein bisschen. Dann lernen die Leute auch, ihre Sachen an vernünftige Leute abzugeben. Ja, damit ist eigentlich wieder alles gesagt. Vielen Dank für heute. Bis zum nächsten Pickup. Haut rein.